Hallo und herzlich willkommen zu meinem Special-Video. Also dieses Special ist das 500 Abonnenten-Special. Und wie ihr hier vielleicht schon... Ich hasse es einfach, wenn ich mit Camtasia aufnehme. Da passiert immer hier, dass sich die Farbe hier unten ändert. Also das kommt. Es nervt einfach nur. Hier unten ändert sich dann immer nicht so viel das Farbe. Es ist zum Kotzen, also. Egal. Darum soll es jetzt nicht gehen. Also, es geht um das 500 Abonnenten-Special. Dafür habe ich mir was... Ja, das Farbschema wurde geändert. Das interessiert doch keinen. Hallo. Dafür habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Wie ihr hier dran vielleicht schon erahnen könnt, handelt es sich dabei um ein Turnier. Also, das hier ist ein Turnierplaner, wer es noch nicht erkannt hat. Ja. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich erkläre das gleich alles nochmal. Ja, es wird ein Turnier geben mit euch, also mit meinen Abonnenten, denn ein Special zu machen, wo ihr nicht eingebunden werdet, ist ja irgendwie Schwachsinn, weil schließlich habe ich das ja euch zu verdanken. Und wenn ich dann da nur irgendeine Scheiße hinlaber oder was weiß ich, irgendein Let's Show bla 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 von Minecraft oder so mache, was ich übrigens gerne machen könnte, wenn ihr das wollt, aber das ist für mich kein Abonnenten-Special, da will ich was machen. Wo ich was mit euch mache. Und deswegen habe ich mir dieses Turnier hier ausgedacht. Bei dem Turnier wird Modern Warfare 3 gespielt. Also wenn ihr Modern Warfare 3 habt für die PS3, könnt ihr gerne mitmachen. Wie ihr das macht, sage ich ja mal im späteren Verlauf dieses Videos. Gut, ihr werdet sicherlich schon erkannt haben, hier unten stehen schon zwei Namen. Ja, das bin einmal ich. Und der Domi, also der Rival Soldier. Denn er wird... Ja, Mann. Mit mir in einem Team zusammenspielen. Kann ich jetzt hier nochmal ranzoomen. So, nochmal. Ne, ich kann hier irgendwie nicht ranzoomen. Ah, jetzt habe ich. So, hier. Pseudonym LP. Das bin ich, das solltet ihr wissen. Und The Rival Soldier, also der Domi. Wir beide haben schon ein Team gemacht. Und es gibt jetzt hier noch 15 weitere Teams, also ein Team besteht halt aus zwei Leuten. Ganz wichtig, es ist kein One-on-One-Turnier, es ist ein 2-gegen-2-Turnier. Und insgesamt haben wir jetzt hier noch 15 weitere Teams, also 30 Leute. Je nachdem, wie groß die Nachfrage ist, also ich weiß ja nicht, wie viele Leute jetzt da mitmachen. Ich habe jetzt erstmal nicht so viel gemacht. Könnte ja sein, dass jetzt, was weiß ich, bam, 64 Leute mitmachen oder 128, was ich aber nicht glaube, was aber ziemlich krank wäre. Aber sollten noch mehr mitmachen, kann ich das hier alles noch erweitern. Also hier ist noch ganz viel Platz, das ist kein Problem. Ja, also gespielt wird, wie gesagt, Modern Warfare 3. Wie ihr euch bewerben kommt, können, sage ich jetzt später nochmal. Erstmal komme ich zu den Regeln dieses Turniers. Denn da gibt es so ein paar grundsätzliche Regeln, damit auch irgendwie es nicht unfair wird oder einfach nur scheiße und sich vielleicht aufregen und bla bla bla. Hey, der hat doch voll scheiße gespielt und so und bla bla. Gut, also, wie gesagt, 2 gegen 2 immer. Ganz wichtig ist dabei auch, dass entweder der Domi oder ich bei den Matches zugucken. Also wenn wir gerade nicht spielen, gucken wir auch bei den anderen Matches zu. Nicht, dass die uns irgendwie sagen, so, ja, das ist so 30-0 losgegangen und wir haben gewonnen, Alter. Und dabei haben die eigentlich verloren oder so. Also da könnt ihr sonst irgendeine Scheiße erzählen. Das will ich nämlich nicht, deswegen gucken wir bei jedem Match zu, deswegen gibt es auch bestimmte Zeiten von wann und wie, von wann bis wann wir das Turnier machen. Und zwar wird das schon am nächsten Wochenende anfangen, also das Wochenende vom 20. bis zum 22. Januar. Von dort kann gespielt werden, wer dort nicht kann, es gibt nochmal das Wochenende darauf auch als Möglichkeit zu spielen, also vom 27. bis 29. Januar. Kann dann auch nochmal gespielt werden, immer zwischen 19 und 22 Uhr, also wenn ihr da gerade Zeit habt, dann schreibt mich an oder Domi und dann machen wir eine Lobby auf und wir sind dann als Zuschauer dabei, damit wir uns das auch angucken können und ihr nicht betrügen könnt oder so. Gut, also erlaubt sind an sich alle Waffen, außer Raketenwerfer, weil Raketenwerfer einfach nur zum Kotzen sind, da werdet ihr mir sicherlich zustimmen und auch nicht erlaubt ist Akimbo, denn Akimbo ist scheiße. Vor allem bei einem 2 gegen 2 ist Akimbo sehr vorteilhaft. Besonders die Akimbo FMG 9. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Gut, es wird auch keine Killstreaks geben bei diesem Turnier. Da es
nur auf den Mann ankommen soll, beziehungsweise auf den Skill. Also es wäre ja irgendwie scheiße, wenn man jetzt 4 Kills oder 5 Kills macht und dann eine Predator hat und die dann rausholt, ist ja schon sozusagen ein sicherer Kill. Also das ist ja dann irgendwie auch Kacke. Deswegen, wenn wir ohne Killstreak spielen, wenn wir irgendwen sehen, der mit Killstreak spielt, und die dann einsetzt, automatisch disqualifiziert raus, die anderen sind gleich weiter. Also lasst es lieber sein. Wir sehen das, weil wir gucken zu. Dann wird es so sein, dass jedes Match nach Best of 3 gespielt wird. Also wer als erstes 2 Runden gewonnen hat, der hat gewonnen. Insgesamt gibt es höchstens 3 Runden, also könntest du einem 2-1 kommen. Es wird also kein Unentschieden geben. Wer als erstes 2 Runden gewonnen hat, der hat gewonnen. Die Runden, auf welchen Maps die gespielt werden, das könnt ihr selber bestimmen. Die erste Map wird halt vom ersten Team ausgewählt, also das, was dann halt zum Beispiel hier steht. Und die zweite Map dann von dem, was hier steht. Und die dritte Map wird dann von uns ausgewählt, also von mir oder von Domi oder wenn wir beiden dabei sind, suchen wir uns beide eine aus. Damit das auch schön fair abläuft und nicht irgendwer sagen kann, ey, die Map war doch voll scheiße, auf der wollten wir gar nicht spielen, ne? Also, ihr könnt euch die selber auswählen. Zumindest eine von denen. Ja, und sollte es dann halt noch zu einer dritten Runde kommen, dann wählen Domi oder ich die aus. Eine Runde geht bis 20 Kills, also es wird ganz normales Team Deathmatch gespielt. Und welches Team dann als erstes 20 Kills hat, hat dann die Runde gewonnen. Und wie gesagt, wer als erstes 2 Runden gewonnen hat, der ist dann weiter. So, pro Team sind wie gesagt halt immer 2 Leute. Jetzt komme ich dazu, wie ihr euch anmelden könnt. Ihr schreibt mir dann eine private Nachricht. Im Titel soll dann stehen Bewerbung fürs Turnier. Also ich zeige das mal kurz. Ihr geht dann halt hier auf YouTube. Dann geht ihr hier. Nein, Quatsch, das war jetzt dumm. Posteingang. Videomanager, Posteingang, E-Mail schreiben und dann schreibt ihr hier an, halt an mich und im Betreff steht dann Bewerbung für Turnier. So, in der Nachricht drin schreibt ihr dann, was weiß ich, hallo, Hallihallo oder so, keine Ahnung, hallo, ich wollte an, nee, ich wollte, ist ja dumm. Ihr möchtet ja, ich möchte an deinem Turnier teilnehmen. Boom. Dann schreibt ihr noch, ich werde zusammen mit dem Blabli Blub spielen und werde dich zerstören. Muhaha. Zum Beispiel. Also, ja, so ungefähr. Sollte das dann aussehen, ne? Also, ihr schreibt dann halt, mit wem ihr zusammen spielen wollt. Und dann addet ihr mich bei PS3. Es reicht ja, wenn es einer von den beiden ist. Also, ihr müsst beide machen, ihr könnt meinetwegen beide, aber es reicht ja, wenn es einer von den beiden ist, der kann ja dann seinen Kumpel einladen. Und es soll mir auch nur einer von den beiden eine Nachricht schreiben bei YouTube und nicht beide. Denn ich schreibe mir die Namen sowieso auf, wer in einem Team spielt. Für die, die jetzt nicht wissen, wie ich bei YouTube heiße, denn ich kriege zigtausendmal so eine Frage pro Tag, bestimmt 1 bis 2 oder so. Hört sich jetzt wenig an, aber wenn ihr jeden Tag eine Nachricht kriegt, das regt echt auf, Leute. Also, ich kriege so oft eine Nachricht, ey, wie heißt du bei YouTube, Alter? Ist es denn so schwer, hier mal in meiner Kanalbeschreibung zu gucken? Da steht, darf ich dich beim PSN oder Skype adden? Ja, das dürft ihr natürlich. Aber schreibt mir bitte eine Nachricht, wer ihr seid. Also, wenn ihr mir jetzt auch eine Anfrage schickt, wenn ihr am Turnier teilnehmt, dann schreibt doch bitte rein, dass ihr am Turnier teilnehmt, damit ich weiß, wer ihr seid. Weil wenn ihr da nichts reinschreibt, ja toll. Weiß ich auch nicht, wer ihr seid, dann habt ihr schon vergangen. Und hier steht es, meine PSN-ID.
Da findet ihr sie. Da, hier nochmal. Bullseye 95. Da habt ihr sie. Ist es denn so schwer, Leute? Gut. Solltet ihr jetzt hier gerade vor dem Monitor sitzen und euch so denken, ja scheiße, ich habe keinen Freund, der MW3 hat oder so oder mit mir spielen würde, dann schreibt einfach hier unten in den Kommentaren, yo, hey, ich bin alleine und suche noch einen, der mit mir gerne spielen würde, denn ich denke mal nicht, ihr seid die Einzigen, die keinen anderen noch zum Spielen haben, und dann werdet ihr schon irgendwie einen finden durch die Kommentare oder so. Also schreibt da einfach rein, dass ihr jemanden sucht, und dann werdet ihr da schon einen finden, so dass ihr auch auf jeden Fall teilnehmen könnt. Ja, das war's. So, von meinen Regeln her und so. War's das jetzt. Dann halt muss ich gucken, wie viele jetzt teilnehmen werden. Ich bin auf eure Anfragen gespannt, wie viele es dann letztendlich werden. Also wie gesagt, ich kann ja hier noch viel erweitern, das ist ja kein Problem. Also ich freue mich drauf. Schreibt fleißig Kommentare, sucht euch Freunde, nimmt am Turnier teil und dann wird die Bude gerockt. Beziehungsweise MW3. Und ja, das wird sicherlich viel Spaß machen. Einen Preis für den Gewinner habe ich mir noch nicht so ausgedacht. Mir geht so im Kopf so vielleicht um so einen Dual Commentary oder so. Oder beziehungsweise dann ja ein Triple Commentary, weil ihr seid jetzt zu zweit. Aber mal schauen, vielleicht fällt mir doch mal was anderes ein. Das muss gucken, was die Zeit ergibt. Ist ja noch Zeit bis zum Finale. Und von daher habe ich auch noch Zeit zum Nachdenken. Gut, das war's dann also von mir. Sucht euch Freunde, nehmt am Turnier teil und wir sehen uns dann. Bis dahin, reingehauen.